dazu ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Ten symboliczny bochen chleba dzielcie tak, aby po obu stronach Odry nikt nie był głodny i żeby starczyło jeszcze dla tych, którzy do bram Europy się zbliżają. Dieses symbolische Brot möchte mit allen geteilt werden auf beiden Seiten der Oder und auch mit diesen, die heutzutage als Asylanten bei uns Zuflucht suchen. Aber sollte etwas schief gehen, dann ist genau das geschuld. Dann ist es, ja selbstverständlich, dann ist es für die neuen Träger, die nächstes Jahr Träger des Freilichtmuseums sind, dann eine Herausforderung und sie haben dann die Chance, an dieses Niveau sich heranzutransformieren. So, das ist jetzt der Startschuss und lassen Sie uns das schönste Erntefest im Landkreis mit der schönsten Musik von Antenne Brandenburg hier feiern. Auf Sie geht's. Genießen Sie jetzt bitte dieses 12. Altranfter deutsch-polnische Erntefest mit allen Sinnen. Lassen Sie sie schmecken, futtern Sie sich durch, gucken Sie zu und vor allem hören Sie zu und lachen Sie gerne. Odra płynie, hej za domeczka, razem z Odrą płynie nasza wiosneczka. Płynie kosteczka, nasze śpiewanie, dzisiejszym nawiąz z wami ten pianie. Płynie kosteczka, nasze śpiewanie, dzisiejszym nawiąz z wami ten pianie. Zbierają się starsi, zbierają młodzi, bo się ich muzyka w koło rozchodzi. Razem śpiewamy, razem kulamy, wszystkich naszych gości spędzamy. Idę sobie przez las, ciemno było w lesie, popatrzyłem ja do góry, diabeł bawę niesie. Idę sobie przez las, ciemno było w lesie, popatrzyłem ja do góry, diabeł bawę niesie. Czerwiali twoich ust. Szukam szczęścia znów od nowa, chociaż wiem, nie znajdę już. Tęsknię za tobą, cichym westchnieniem i całym sobą. Tęsknię za tobą, tęsknię za tobą, gdzie jesteś, gdzie? Diabeł babę niesie i tak
se dryguje, co wróci dookoła, to ją pocałuje. Ja do babę niesie i tak se dryguje, co wróci dookoła, to ją pocałuje. Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Mit diesem Wort aus dem 145. Psalm heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem deutsch-polnischen Erntedankgottesdienst hier in der evangelischen Dorfkirche. White as snow.
die so freundliche Begrüßung. Ich habe mich wahnsinnig auf Altranft gefreut. Richtig gefreut. Und ich muss sagen, nein, wirklich. Und ich muss euch sagen, das ist so schön, dass hier so viele da sind. Jetzt ja, haben wir. Das ist viel besser, dann habe ich nämlich die Hände frei. Die, den dritten Platz im Publikumspreis. Sie haben ja alle selber Zettel in die Kiste geworfen, die ist also ausgewertet worden, hat die Gemeinde Boguslawiec bekommen. Die sind offensichtlich schon abgereist. Wir werden das Präsent und die Urkunde dann, wenn wir die Erntekronen wieder nach Polen zurückbringen, dann mitgeben. Und die werden das dann auch erhalten. Das ist nicht ganz so schlimm. Und die Nummer 12. Die hat den zweiten Platz und das ist Frau Kerstin Eigenfeld. Herzlichen Glückwunsch! Quasi eine silberne Erntekrone. Zweiter Platz, sehr schön. Sie können mal beide jetzt nicht hier hinten muckeln. Kommen Sie mal mit nach vorne. Ein Sieger darf sich präsentieren. Gern auch ein zweiter Platz. Frau Eigenfeld, noch einen Schritt nach vorne. Ich locke Sie noch ein bisschen. Genau, wir müssen schöne Fotos hinbekommen. Frau Eigenfeld, was sagen Sie? Danke. Dankeschön. Der erste Platz. Ja, und der erste Platz war die Nummer 02, die Gemeinde Suchica. Auch dafür gibt es einen Applaus. Wir vielleicht haben ist auch jemand die Urkunde da. Schon fertig. Es ist alles da. Wir werden auch die dann nachreichen und beim Erntekronen zurückbringen, denn mit vielen Wünschen überreichen. Und die Punktezahl ist sehr dicht. Aber wir haben drei Ausreißer und zwar haben wir als dritten Platz die Nummer 38, den Famulus 36, Anhänger mit Rübenpresse von Herrn Mike Schröder. Bitte hochkommen. Herzlichen Glückwunsch, Mike Schröder mit seinem Famulus, bei den vielen, ich weiß die Mehrzahl nicht, bei den vielen Traktoren Famulus. Herr Schröder, Sie kriegen jetzt Ihre Urkunde und dann kommen Sie zu mir. Und dann unterhalten wir uns kurz. Doch. Da alle so schüchtern. Die haben so tolle Sachen gemacht und keiner will drüber sprechen. So sehen fast Sieger aus. Hätten Sie mit dem dritten Platz gerechnet? Nee. Wie kamen Sie auf die Idee, das so zu schmücken? Wer hat Ihnen da geholfen? Meine Frau. Wir haben den zweiten Platz. Und den zweiten Platz hat die Jury bestimmt mit der Nummer 29. Traktor mit Hänger und Erntekrone, Fußgruppe Heimatverein Brahlitz. Herzlichen Glückwunsch! Bitte an auf den die Bühne. Also den ersten Platz hat die Nummer 39 erhalten. Oh, da wird sich der Landsbulldog, Hänger mit Rübenköpfer, Rübenpresse, Herr Knoll, Adlig Reetz und die Personengruppe. Ja, wunderbar, so auf die Bühne. Das. So geht das. Herzlichen Glückwunsch. Opa Dittmar, einmal zu mir bitte. Habe ich gerade gelesen, auf dem Helm. Oh, sogar eine Treckermütze. Danke. Und etwas auf dem Weg. Das ist prima, danke. Und, was sagen Sie? Ich bin überwältigt. Ja, recht schönen Dank an die Jury und ja, es war schon mal der dritte Platz, heute habe ich den ersten Platz. Ja, wir müssen sagen, wir haben auch die kommt das daneben, noch die mal nachgerechnet. Kommt daneben, die andere hängt schon und die kommt daneben. Sie sammeln und es ist eine Steigerung da. Also ich weiß jetzt nicht, was nach einem ersten Platz noch kommt, aber... Oh nee, aber wir versuchen nächstes Mal wieder. Wer hat Ihnen alles geholfen? Er zum Beispiel? Er, meine Frau, meine Tochter. Ja. Es muss keine Oscar-Rede sein. Wer so sprachlos ist, der spricht genug. Vielen lieben Dank dem Gewinner.